Was geht ab, meine lieben Freunde? Hallo und herzlich willkommen zum neuen WoW Gold Guide. Mein Name ist Zeltas oder einfach nur Marc und heute möchte ich mit euch über drei Goldmaking-Fehler reden, die ihr niemals so wirklich begehen solltet. Denn ich bin letztens mal meine Videos durchgegangen und mir ist aufgefallen, dass meine letzten Gold Guides doch schon sehr spezifisch für Leute gemacht waren, die eigentlich schon relativ in diesem Goldmaking-Game drin waren. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil dadurch, dass Shadowlands jetzt so erfolgreich war, sind wirklich viele Leute dazu gekommen, die ja auch jetzt recht neu im Goldmaking sind und da haben in letzter Zeit so ein bisschen die Videos für bei mir auf dem Kanal gefehlt und das möchte ich heute nachholen mit so einem etwas grundlegenderen Video, wo ich mal darüber sprechen möchte, was ihr wirklich nicht im Goldmaking machen solltet, welche Fehler ihr nicht begehen solltet und bevor ich länger hier weiter drumherum rede, fange ich mal mit dem allerersten Punkt an. Und zwar solltet ihr niemals alten Content unterschätzen, meine Freunde. Alter Content ist tatsächlich neben dem aktuellen Zeugs der Key, um wirklich Gold zu machen. Und damit meine ich natürlich jetzt nicht nur alte Raids farmen. Es ist natürlich auch legit, ne? Keine Frage, alte Raids granden für die Epics, um das dann wiederum in Rohgold umzusetzen. Das kann man immer gebrauchen. Aber ich meine auch solche Sachen wie Transmog-Farms in Dungeons, wie zum Beispiel der Zul'Farrak-Farm mit seinen unendlich langen High-Value-Loot-Tables, Transmog-Farms durch diverse Rare-Mobs, alte Materialien, teilweise aus Classic, Cataclysm oder Mist of Pandaria, wie hier auch zum Beispiel das Geistereisenerz, was immer noch einer meiner Favoriten ist. Es ist wirklich seit Jahren ein Dauerbrenner mit guten Preisen und sehr guten Verkaufsraten. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Auswahl und wenn ihr neu in diesem Goldmaking-Game seid, versteift euch nicht nur auf die aktuellen Sachen, auf die aktuellen Mets, unterschätzt den alten WoW-Content nicht. Ein paar Links zu ein paar recht nicen Goldfarms, die ich mal gemacht habe, findet ihr jetzt oben in der Infocard. Sind ein paar Videos bezüglich altem Content, packe ich euch wie gesagt oben rein, finde ich hierzu sehr passend. Schaut auf jeden Fall gerne mal vorbei, wenn ihr euch vielleicht auch einfach mal inspirieren lassen wollt. Und der nächste Punkt, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt vom ganzen Video, lasst euch nicht vom GPH bzw. Gold per Hour bzw. Gold pro Stunde Wert blenden. Diese Zahlen, die ihr sehr gerne mal groß geschrieben in irgendwelchen diversen Gold Guide Thumbnails seht, solltet ihr wirklich immer mit Vorsicht genießen. Lasst euch nicht durch diese Zahlen blenden. Es ist wie gesagt wirklich sehr gerne ein Mittel, um auf YouTube ein bisschen Clickbait zu betreiben und man muss hier wirklich bei diesen Guides und Farmspots mehrere Punkte beachten und diesen Gold per Hour Wert wirklich hinterfragen und wirklich mehrere Punkte vorher hier abarbeiten. Erstens sind diese Werte wirklich sehr trügerisch, weil die Preise der einzelnen Items von Server zu Server sehr schwanken. Sie sind abhängig davon, wie groß euer Server ist. Ist er ein Low-Pop, Mid-Pop oder High-Pop Server? Es ist davon abhängig, auf welche Art von Server ihr spielt. Ist es hauptsächlich ein PvE oder PvP oder vielleicht sogar RP Server? Hat der Server eine aktive große Raid-Szene? Das sind alles Faktoren, die die Preise auf eurem Server beeinflussen könnten. Nach oben und nach unten. Alles Faktoren, die diesen GPH-Wert wirklich sehr ungenau machen. Der zweite Punkt, weswegen ihr Gold pro Stunde hinterfragen solltet, ist, dass es wirklich sehr viele Greens gibt, die teilweise durch falsches Einstellen, falsche Preise, falsche historische Daten komplett im Preis geboostet sind und diese haben halt einen viel zu hohen Value und dabei eine fast nicht existierende Verkaufsrate. Solche Greens findet ihr unter anderem in Dungeons wie von WOTLK, teilweise auch noch WOD und auch Legion zum Teil. Es sind wirklich Greens, die eigentlich nicht wirklich einzigartig aussehen. Teilweise sind das natürlich Verkaufsargumente bei Waffen oder ähnlichem, keine Frage, aber es gibt auch manchmal Ringe oder Armschienen, die man wirklich gar nicht sehen kann, die Werte haben von über mehreren tausend Gold und das kann natürlich nicht. Diese falschen Preise boosten natürlich unterm Strich den GPH irgendeines Farmspots, ist aber effektiv für euch nichts wert und dann im Auktionshaus auch 0,0 Gewinn. Also wie gesagt, dieser GPH Gold Power Gold pro Stunde Wert ist wirklich mit sehr viel Vorsicht zu genießen, meine Freunde. Vor allem an die Anfänger unter euch, lasst euch durch diese Zahlen nicht blenden. Der eigentliche Wert eines Items bestimmen viele andere Faktoren, Aussehen, Erhaltbarkeit, Beliebtheit, vielleicht irgendwelche historischen, einzigartigen Sachen. Es ist ein bisschen Recherchearbeit, aber ihr werdet dann damit auch viel mehr Einblick in euren Server haben, viel
extremer Einblick in die verschiedenen Items, die es gibt und warum irgendwelche Preise überhaupt zustande kommen. Diese Gold pro Stunde Werte sind teilweise vielleicht eine kleine Orientierung, aber ihr kommt großteils nicht da herum, selbst mal zu recherchieren, ein bisschen die Sache selbst in die Hand zu nehmen und vielleicht auch mal auf theundermindjournal.com oder so zu recherchieren. Sehr gute Seiten für genau sowas, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Und der nächste Fehler, den ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, ist ein zu eintöniges Farm. Wenn ihr vorhabt, wirklich lange und auch erfolgreich Goldmaking zu betreiben, dann wird euch jeder mit ein bisschen Erfahrung Folgendes sagen. Am Anfang ist natürlich der effektivste Farm am lustigsten, am besten, weil man da am meisten vielleicht so belohnende Gefühle hat, die einen richtig anspornen, noch weiterzumachen. Aber längerfristig ist Abwechslung im Goldmaking wirklich essentiell. Nicht nur, weil ihr dann im Auktionshaus ein breiteres Portfolio habt an Items, die ihr wiederum dann anbieten könnt, was dann euren Sales auf jeden Fall zugute kommt. Ihr verliert dann auch beim Farm nicht den Verstand, grob gesagt. Glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Wenn man mal mehrere Tage hintereinander, mehrere Stunden immer wieder das gleiche gefarmt hat, dann hat man unterm Strich vielleicht ein bisschen mehr Gold raus, aber gleichzeitig will man dann auch einfach nur noch WoW aus dem Fenster werfen. Deswegen wirklich meine Empfehlung, habt eure Hauptfarms, gar keine Frage, die braucht ihr, um so ein bisschen die Grundarbeit jeden Monat zu machen, aber bringt auch auf jeden Fall noch Abwechslung mit rein. Denn dadurch schlägt ihr direkt mehrere Fliegen mit einer Klappe, ihr habt ein breit gefächertes Angebot im Auktionshaus und immer noch Spaß am Spiel. Und meiner Meinung nach wirklich ein paar Jahren Goldmaking-Erfahrung, ist es wirklich das, was zählt. Dadurch, dass ich mir Goldmaking immer recht schmackhaft gemacht habe, habe ich auch so Dürrephasen überlebt, wie damals durch WoD oder jetzt kürzlich erst durch BFA. Hätte ich wirklich immer nur das gleiche gefarmt, immer nur den gleichen eintönigen Kram gemacht. Ich glaube, ich hätte BFA nach 2 Monaten gequittet und hätte gar keinen Bock mehr auf WoW gehabt. Deswegen, natürlich gibt es immer wieder die effektivsten Methoden, die man machen kann, aber meine Freunde, bringt Abwechslung rein, macht euch selbst das Leben in der World of Warcraft nicht allzu schwer und habt vor allem Spaß an der ganzen Sache. Ja, meine Freunde, und das war so ziemlich alles, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Versucht, diese 3 Fehler zu vermeiden und ich glaube, ihr habt einen recht angenehmen Start ins ganze Goldmaking-Game. Es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die man beachten sollte und ich glaube, ich mache aus dieser ganzen Sache hier auch einfach eine Videoreihe, weil als Anfänger im Goldmaking hat man es wirklich schwer. Ich kenne das nur allzu gut und man hat wirklich sehr viele Fettnäpfchen, die man treten kann und ich versuche mit solchen Videos hier das einfach euch ein bisschen angenehmer zu machen, euch die ganze Sache ein bisschen zu erleichtern und deswegen, wenn euch die ganze Sache gefallen hat, würde ich mich wirklich darüber freuen, wenn ihr euch dem Team anschließen würdet. Falls ihr noch kein Subscriber sein solltet, holt das sehr gerne nach. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen. Euer Support hier am Anfang des Jahres ist trotz dieser Januar-Dürre wirklich krass. Vielen Dank dafür. Und wie gesagt, wenn ihr auch ein Teil des Teams werden wollt, lasst sehr gerne ein Abo da. Und falls euch das Video selbst gefallen haben sollte, dürft ihr natürlich auch noch sehr gerne einen Daumen hoch da lassen und folgt mir natürlich auch noch auf Social Media und vor allem auf twitch.tv/zetasgaming für Livestreams. Ich verspreche euch, meine Freunde, spätestens in den nächsten paar Tagen wird der erste Stream kommen. Ich freue mich wirklich schon sehr darauf und ich hoffe ihr natürlich auch und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst sehr gerne da ein Follow da und joint auch meiner Battle.net Community oder meinem Discord Server, wenn ihr rund um den Kanal immer auf neuesten Stand sein wollt. Links dafür gibt's wie immer unten in der Videobeschreibung und vor allem wieder vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, was auch immer, meine Freunde, und viel Spaß beim Goldmaking, ne? Begeht keine Fehler, meine Freunde. Tschüss und haut da rein.